Brauchst du nicht machen. Okay. So, für alle, die jetzt nicht aufgepasst haben, mache ich das Ganze nochmal. Ich nehme jetzt einfach mal noch meine Hexe und mache das Ganze nochmal. So. Für alle, die es jetzt nicht aufgepasst haben und nicht gesehen haben, ich mache das Ganze jetzt einfach nochmal. Ja, so, ihr seht es gerade, ich logge mich ein und kriege direkt die Quest, sprecht mit Natos Pestufer, das ist die allererste Quest, ja. Wenn ihr diese Quest nicht automatisch bekommt, dann müsst ihr nach Orgrimmar gehen und sie dort annehmen. Ja, so fängt die Questreihe an, einloggen nach Orgrimmar. Ich mache das jetzt nochmal, ja. Weil einige es nicht mitbekommen haben, mache ich es einfach nochmal. Ja. Jetzt mache ich einen Schnelldurchlauf. Dafür machst du dann ein Video auf YouTube. Ja, aber das mache ich jetzt, ohne dass ich auf dich warte. Jetzt mache ich es schnell einfach mal durch. Ach so, ja. So, also hier nach Orgrimmar, hier könnt ihr die Quest annehmen, wenn ihr sie nicht automatisch bekommt. Ja, Quest abgeben, nächste annehmen. Einmal mit dem Kerl quatschen. Das Video dann angucken, wenn ihr wollt. Ich skippe das jetzt natürlich. Ja, Quest abbrechen, fertig, annehmen. Auf Flugmount. Schnellste Weg dann nach Silithus ist hier hinten lang über die Portale. Ja. Genau, als Ali musst du nach Stormwind. Ali machen wir auch gleich noch eine Runde. Hast du es auch nochmal gesehen, mache ich ja danach nochmal. Ich mache jetzt eine Runde Horde und Ali zusammen und das mache ich dann als ein Video auf YouTube hoch. Für Allianz und Horde. So, hier hinten sind die Portale. Da müsst ihr einmal rein. Zack. Und Stummwind ist es Matthias. Ja, das können wir gleich sehen. Ich habe ja noch kein Ali gemacht. Ali machen wir gleich. So, hier dann einfach schnell zum Schwert fliegen. Wie gesagt, für die ganze Questreihe braucht man ungefähr, wenn man schnell ist, 5 Minuten. Wenn man langsam ist, 10 bis 15. Ja. Uldum war auch ein so schönes Gebiet, ey. Hey, Litteria, Mahlzeit, wie geht's dir? So, hier auch nochmal kurz checken. Meine Waffe ist auf 66. Meine andere Waffe ist auf 41 und auf 37. Ja, habt ihr alle einfach mal gesehen. Das sind meine Waffen momentan. Jetzt machen wir fix die Questreihe und danach müssen alle Waffen auf Maximum sein. Dann einmal reloggen, Surya. Runde, check. Okay, so, wie gesagt, jetzt hier einfach ganz kurz die Quest abgeben. Ihr habt jetzt hier ganz viele Quests, die ihr annehmen könnt. Braucht ihr alle nicht annehmen, ja? Ihr braucht nur eine einzige Quest machen. Das ist hier von ihm hier. Quest abgeben und dann hier 10 motivierte Volltypis motivieren. Nur diese Quest brauchen wir, alle anderen brauchen wir nicht. Oh, hier. Man sieht man das auch besser. So, hier unten müsst ihr jetzt einfach nur diese Peons motivieren. Das geht relativ simpel. Einfach hinfliegen, anquatschen, fertig. Als Druide sehr einfach, weil ihr nicht abmounten müsst dazu. Ups. So, ganze 10 Stück schnell. Einer. Kann ich auf deinen Mount gehen. Und da ist der letzte. Damit ist die Quest fertig. Zurück zu dem Questgeber. Als nächstes müssen wir jetzt den Kopf von dem Twilight Hammer Leuchten da hinten holen. Auch relativ fix. Dann noch einmal mit Magni reden, einmal mit Katka reden, nochmal mit Magni reden und dann ist die Questreihe fertig. So. Da, abgeben.
Dann brauchen wir hier die Wüstenforschung. Nee, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die hier. Zivilisch Überlebende, die nehmen wir an. Dazu fliegen wir jetzt darüber, holen uns den Kopf. Das Fliegen dauert am längsten hier. Ja, der Rest ist super einfach. Also wenn ihr alle Chars auf Maximum habt, braucht ihr ungefähr, wie gesagt, 5 bis 10 Minuten für die Questreihe. Und dann habt ihr alle Artefaktwaffen auf Maximum. Denkt dran, das gilt für alle Waffen eures, eurer Klasse. Ja, ihr müsst also nicht pro Spec das machen, das gilt wirklich für alle Spezialisierungen. Ihr müsst das halt nur einmal pro Char machen. Und es gilt auch für die Waffen, die ihr noch nicht habt. Wenn ihr also eine Waffe noch gar nicht geholt habt, ist die automatisch auf Maximum, sobald ihr sie geholt habt. So, hier ist ein Klohäuschen-Quest, die braucht ihr auch nicht annehmen. Wer natürlich alle Quests machen will, kann das natürlich tun. Ist aber hierfür unrelevant. Also hier kurz einmal warten, bis der Kerl hier auftaucht. Sollte relativ schnell gehen. Komm, komm, darauf. Was ist der Sinn in dem Upgrade? Welcher Sinn meinst du bei P-Life? Komm schon. Oh, wie sie alle hier warten. Nur für einen Mob. Also. Oh, Kopfluten. Raus hier. Aufmounten. So, das war alles. Jetzt nur noch drüben kurz einmal hin und her fliegen und das war's. Die Artefaktwaffe bringt dir mehr Leben. Du hast erstens alle Traits, ja. Du kriegst hier oben, bei mir zum Beispiel jetzt als Hexe, mehr Ausdauer für jeden Punkt. Ihr könnt aber achten drauf. Ich habe jetzt 4,3 Millionen Leben. Achtet mal auf mein Leben gleich, wenn ich die Waffe fertig habe. Und ihr kriegt den Punkt hier auf Maximum. Das heißt, ihr habt den Proc, der dann 26.000 Intelligenz gibt, ja. Anstelle von, wie jetzt bei mir, nur 8.000. Und, achso, nebenbei noch erwähnt, alle Netatigel-Effekte sind natürlich auch frei dann, ne? Ihr könnt natürlich eure ganzen Relikte skillen. Wenn ihr noch nicht auf dem Maximum vorher wart. Du siehst mich, Lazy Whip, ja geil. Bocker. So. Einmal wieder hier zurückfliegen, wie ihr seht. Da dann ganz kurz den Typen antüddeln. Der schickt euch dann zu Katka. Katka schickt euch dann zu Medivh. Katkas Bitte annehmen. Einmal rüber zu Katka. Katka schickt euch zu Magni. Magni ist dahinter dem Schwert. Ja, Wi-Fi, so sieht's aus. In den meisten Fällen. So, ihr könnt immer noch auf mein Leben. 4,3 Millionen. Wird sich dann gleich ein bisschen erhöhen. Nicht mehr ganz so krass, weil ich ja schon die Waffe relativ hoch habe. Aber schon noch ein bisschen. So, Magni steht da hinten auf dem Vorsprung. Und er schickt uns dann wieder zurück. Also zum Flugmeister dahin. Da ist er. Oh, ist das Ding. Einmal quatschen. Einmal abgeben. Einmal annehmen. Und wieder rüber. Spielfliegerei. Aber das ist also ein sehr, sehr starker Boost. Den sollte jeder Charakter oder jeder Spieler mitnehmen. Was denn? Hast du wieder vergessen oder was? So, hier hin, Quest abgeben. Dann hier rüber, zum Flugmeister einmal. Der bringt euch dann hoch zum Magni. Ich weiß, die Spannungen steigen, aber ich bitte euch, noch einmal Schulter an Schulter zu stehen. Kommt nach Silithus. Alles klar. Es noch eine Welt gibt, für die wir kämpfen können. So, dann fliegt ja der ganze Typ da hoch.
Und das war's dann eigentlich auch schon. Moin, Moses. So, jetzt machen wir gleich noch einmal kurz die Ali-Seite, damit wir auch die Ali-Seite nochmal kurz sehen. Und dann sind wir fertig. Okay? Bitte landen Sie auf diesem Schiff, bitte. Bitte tu es. Voraussetzungen für die Questreihe ist 110 zu sein. Das bin ich auch Hexer und es stimmt, die Hexe fehlt hier. Sonst sind alle gleich. Okay, das ist komisch. So, einmal anquatschen. Quest annehmen. Magni nochmal anquatschen. Video skippen wir jetzt. Das könnt ihr euch selber anschauen. Dann kriegt ihr den Erfolg, wenn ihr die Waffe noch nicht hoch genug hattet. Könnt die Quest beenden. Und dann ist eure Waffe, wie ihr seht, von 4,3 auf 4,25 Millionen Leben jetzt gestiegen. Und meine Waffe ist auf Maximum. Ja, alle Punkte sind verteilt, wie ihr seht. Ja, ich kann meine Relikte jetzt auskillen. Und meine Waffen im Inventar sind ebenfalls Maximum, wie ihr seht. Ja, es ist alles jetzt auf Maximum. Ja? So, das war die Questreihe auf Horde-Seite. Jetzt gehen wir auf die Ali-Seite und machen auch nochmal kurz die Ali-Seite. Ja, Zwerg, genau. Die Waffe ist dann auf Maximum. So, jetzt machen wir noch einmal kurz die Ali-Seite. Wir mal das andere, die andere Seite sehen. Wir nehmen jetzt mal auf Ali-Seite. Ich nehme mal auch die Hexe. Ja, das ist mit Shiro die leeren Hexe. Warte mal. Ne, wir können ruhig Paladin nehmen, ist egal. Nehmen die Paladin, passt. Ist ja egal. Hexe hatten wir ja gerade schon. So, selbe Spielchen. Die Quest sollte automatisch aufploppen. Wenn nicht, nach OG. Also, Stumme. Ali-Seite. Ich habe die Quest nicht, wie es aussieht. Im Dings hier. Ah, nee, habe ich nicht. Okay, da kann man mal die andere Seite zeigen. Dann ab nach Sturmwind. Sturmwind. Habe ich alle Waffen hier? Ja, habe ich. Waffe ist auf 25, auf 67 und auf 74. Muss ich nur mal gucken, ich bin ja nicht so der Ali-Spieler. Ich weiß jetzt gar nicht, wo hier. Das Brett müsste da hinten sein, ne? Nee, war das Brett hier? War das Brett, ne? Genau. Nichts Interessantes angeschlagen, okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Typ hier steht. Wo steht denn der Typ hier, den ich brauche? Chat, ihr wisst es doch bestimmt, ne? Ach, da hinten. Ah ja, da hinten sehe ich schon. Wird direkt auf der Karte angezeigt. Hier, Aufbruch zur Wunde. Den brauchen wir. Ja, Chat, hab's, danke, danke. Hab's. Mitten im Park steht er, im erneuerten Park. So, da hinten ist er. Einmal hingehen, Quest annehmen. Und dann ab nach Silithus. Selbe Spielchen. Portale sind da hinten bei dem Heißluftballon. Wer das nicht kennt bei den Allis. Ah, da hinten ist, glaube ich, so eine Insel oder sowas, wo die ganzen Portale, glaube ich, waren, ne? Für den Abenteuerführer hätte es vielleicht auch gehen können, das weiß ich gar nicht. Möglich. Möglich, weiß ich jetzt nicht. So, hier hinten sind die Portale. Da auf dieser kleinen Insel, genau, sage ich ja. So, auch Portal Uldum natürlich nutzen. Zack. Auf Mountain. Und Abmarsch. Hier müssen wir auch, glaube ich, auf den zum selben Ort, ne? Oh ne, da müssen wir nach oben. Bei den Alice ist woanders, okay. Ganz schön weit weg. So. Morgen Toxic Beast. Das heißt, hier ist die Quest ein bisschen anders. Also, das heißt ein bisschen anders. Einfach nur andere Leute, anderes Talkgebiet. Aber an sich denke ich genau die gleiche Abfolge, denke ich. Moin, Sammy.
Ganz nach oben. Hirschhauptstädte. Dann wollen wir da mal hindüdeln. 18. Juni wird der, Juli wird der Patch kommen. Moin OG. Moin Luffy. Moin Nahik. Der Anfang ist als anders, danach alles gleich, okay. Ja, Herr Falum, haben wir alles schon erwähnt. Haben wir alles schon erwähnt. So, gleich sind wir da. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Oh, der Posten ist echt weit weg. Holy shit. Okay, also die Allies müssen noch mehr fliegen als die Hordler. So, da sind wir aber jetzt. Da hinten steht er schon. Im Häuschen drinnen, ne? Ja. So. Einmal anquatschen. Dann mit 8 Proben. Muss ich die Erze jetzt sammeln? Ich weiß gar nicht, welche Quest ich jetzt hier machen muss. Sammelt 10 Dynamitbündel. Welche Quest muss ich hiervon jetzt machen, Chat? Kann ich auch schon wieder ein paar Quests auslassen, ne? Dynamitbündel kann ich auslassen. Also ich muss nur die Sprengsätze platzieren. Hier hin. Erz muss ich sammeln, ne? Okay, ich sehe schon, als Ali muss man deutlich was andere Sachen machen und deutlich ätzendere Sachen machen. Und ich sollte vielleicht mal umskillen und nicht als Healer hier rumtrödeln. Oh, bitte uns zu lange. Das ist die Quest für die Artefaktwaffe. So. Droppen die das Erz oder was? Ach, okay, die droppen das Erz. Das Mount, was ich besitze, das ist der Arkanisten-Mana-Säbler. Das ist der aus Surama. Für die Gul'dan-Quest-Reihe. Irenius, das geht hier nicht. Ich bin auf der Ali-Seite. Hier muss ich keine Goblins motivieren. Oh, ein Erz. Okay, das ist ja eine ätzende Quest, wenn es eine Drop-Quest ist. Oh, ich hasse solche Quests. Ich muss näher ran. Hey, Nasi. Kommt das Erz auch, ja. Wunden in Silithus im Park, Sebastian, bei den Allies. Alle weg. Mach das alleine. Okay, also die Ali-Questreihe finde ich jetzt schon scheiße. Sind da wieder ein Grund mehr, warum ich mehr Horde spiele?
Ja, glaube ich dir, Ock, glaube ich dir. Na gut, dass ich nicht die Plepphexe genommen habe, sonst würde ich hier ewig brauchen. Also die Quest ist jetzt schon mal scheiße, einfach weil die Leute das Erz nicht droppen. Ich habe jetzt bestimmt schon 20 Mobs gekillt und das Erz droppt nicht. Also das, so eine Quest sind einfach scheiße. Ich meine, Quest ist schon aufgeregt, wenn man solche Quests hat, ja. Ja, beim Leveln. Jetzt haben wir. Brauche ich noch 2, 4 Sprengsätze brauche ich noch. So. Abgeben. Welche Quest kann man als Hortler auslassen? Alle. Als Hortler musst du nur die Leute, die Peons motivieren und dann den Kopf holen. Mehr nicht. 2 Quests musst du machen. Ja, das ist mein Plan. Ich achte jetzt auch drauf, ob ich einen hätte auslassen können. Wenn ich jetzt nur die hier abgebe. Ne, das war die Zusatzquest. Ich gebe erstmal nur die hier ab jetzt. Gucke, ob ich so schon weitermachen könnte, weil dann wäre die andere nämlich optional. Nee. Okay, die Quest hätte mir gar nichts gebracht. Das heißt, die wäre eventuell optional gewesen. Oh nee, warte, doch. Doch, warte mal. Kann ich euch helfen? Ja, also ihr müsst nur, auf der Ali-Seite müsst ihr nur die Erzquest machen. Ihr braucht nicht die Bomben machen. Ihr seht es gerade, die Bomben habe ich jetzt nicht abgegeben. Ihr braucht nur die Mobs töten als Allianzler für die fortführende Quest. Okay. Ich hätte lieber die Erze ausgelassen, aber nein. Die Gehirnquest kannst du weglassen, brauchst du nicht. Du brauchst nur den Kopf und die Peons bei der Horde-Seite. Und dann dieser ewig weite Flugweg. Okay, das ist echt ein bisschen. Da bin ich umso froher, dass ich Horde Main spiele. Nicht mal 7 Agenten töten, nein, brauchst du auch nicht. Als Hordler brauchst du nur die Peons motivieren, dann den Kopf abholen gehen und das war's. Und als Ali musst du die Erze sammeln und dann den Kopf holen. Das war's auch auf Ali-Seite. Also auch 2 Quests auf Ali-Seite, das ist wenigstens fair. Auch wenn die Quest mit dem Erz scheiße ist. Einigen wir uns mal darauf. Ja, aber mehr braucht ihr nicht. Nein, Sebastian, der Stream hängt nicht. Liegt bei dir wahrscheinlich. Stell mal die Qualität runter. So, hier die Quest in dem Toilettchen braucht ihr auch nicht. Könnt ihr alles skippen. Nur hier drinnen schnell den Kopf holen. Wenn der Mob mal da wäre. Da ist er. So, Kopf haben wir, den abgeben gehen, dann kurz mit Magni reden, Katka reden, Magni reden, Magni reden und fertig. So, jetzt wieder alles zurückfliegen. Oh Gott, dieser Flugweg. Macht doch die Basis der Allies noch weiter weg, Leute. Blizzard, ein Vorschlag. Macht doch die Basis der Allies in Sturmwind direkt. Ja, dann brauchen wir, dann ist es noch besser. Können wir wenigstens einen Ruhestein nutzen. Holy shit, ey.
Hey, Saschla? Ja, gibt es, Saschla? Beim Flugmeister oben. Vorangänger, General. Hinten. Kurz die Ende-Quest abgeben und dann sollten wir schon zu Magni dürfen. Hoffentlich. Abgeben. Recht mit Katka. Jupp. Seid vorsichtig. Da Iso. Uns bitte zu Magni. Wissen ist Macht. Yep. Ab zu Magni. Wieder Kilometer fliegen. Argus war bittersüß. Mit seinem finalen Schlag hat Sargeras weit mehr getan, als nur seine Klinge ins Herz unserer Welt zu bohren. So, gleich haben wir es geschafft, Leute. Gleich haben wir es. Noch 2 Flugstunden hier, dann haben wir es. Hey, Tactile Lyrics, moin, ihr zwei. Oh. Einmal noch fliegen und wir haben es geschafft. Zack, anquatschen, abgeben, Quest abgeben, annehmen und zurück zu Katka. Und das war's dann auch schon. Hey, Snapster, moin. Seit wir von Argus zurück sind, sind die Schreie von Azeroth überwältigend. Solche Schmerzen. Ja, Stunden später sind wir fertig. So. Müssen wir hier irgendwo abgeben wieder. Wieder in der Hütte wahrscheinlich. Hütte. Zack. Hallo. Zack. Champion. Treff dich mit Magni. Zack. Wir haben die Orden um euch gesammelt und zusammen die Legion von Azeroth verjagt. Ah, vorne zum Flugmeister. Spannungen steigen. Einmal zu Magni fliegen und dann haben wir es endlich geschafft. Einmal Schulter an Schulter zu stehen. Kommt nach Silithus. Solange. Ja, genau, Taumacher. Du brauchst keine Gehirne farmen, du brauchst keine Agenten töten, kannst dir alles sparen. Am 18. Crank TV kommt der Pre-Patch. Ziemlich safe. Bis wann gibt's denn die Quest? Na, bis zum Pre-Patch. Im Pre-Patch gehen dann die Waffen kaputt. Die Waffe wird jetzt, jede Woche wird die Waffe jetzt stärker, ja? Also jeden Mittwoch wird die Waffe jetzt stärker bis zum Pre-Patch und da geht die Waffe dann kaputt. Oder wird dann aufgebraucht. Lyrix ist noch nicht offiziell bestätigt, aber wir denken schon, dass es ziemlich safe ist, ja. So, jetzt haben wir das Ali-Schiff hier in der Luft diesmal, nicht das Vorderschiff. Gut. Zack. So, jetzt da vorne steht er. So, hier haben wir, wen haben wir denn hier stehen bei den Hordler, bei den Allies? Ponchu haben wir stehen, Blutdorn, Großhuf, Chana, Vargott und Mograine. Okay. Quest beenden, annehmen. So, hier lasse ich das Video mal laufen, weil hier kenne ich es noch nicht. Wird zwar dasselbe sein, aber wir lassen es mal laufen. Das Schwert von Sargeras vergiftet das Lebensblut der Welt selbst. Die einzigen Gefäße, die dieser Gewalt standhalten können, sind die mächtigen Waffen, die ihr führt. Erhebt sie! Vereint! Treibt die Verdammung!
Verderbnis aus der Klinge des dunklen Titanen. Gemeinsam, Champions, für Azeroth! So, da ist der Erfolg für die Waffe auf Max quasi. Mit den Artikel freigeschaltet, alles drum und dran. Quest beenden. Jetzt seht ihr hier, die Waffe ist jetzt auf 126 Traits. Damit ist die Waffe vollkommen ausgeskillt. Und meine Waffen im Inventar bei der Allianzseite. Wo sind sie? Wo sind sie? Da drüben. Retri-Waffe auf Maximum. Und natürlich auch die Heal-Waffe auf Maximum. Das war die ganze Questreihe. Ja, man muss halt auf jeder Seite alle und heute jeweils quasi 2 Quests machen. Und dann 3 Lauf-Quests machen. Und das war's. Ja, dauert 5 bis 10 Minuten, bei den Allianzern ein Tick mehr vielleicht, weil die Sammel-Drop-Quest mit den Erz echt kacke ist. Aber das ist die ganze Questreihe. Ja, mit jedem Charmer machen, lohnt sich auf jeden Fall. Alle Waffen werden dadurch automatisch auf Max geskillt. So. Wie kaputt aus dem Inventar weg.